Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Loot Raider Unboxing. Diesmal ein bisschen verspätet, weil irgendwie sie hatten Zulieferschwierigkeiten und wollten keinen Schund schicken und deswegen haben sie lieber gewartet. Finde ich okay. Das fühlt sich diesmal auch richtig, ja, da ist Material drin. Ganz vorsichtig. Ich glaube, wir brauchen mal ein größeres Messer. So. Ach hey. Da grinst mir schon was entgegen. Eine Ghostbusters Kaffeetasse. Sehr geil. Mit Ooze drauf. Ultra cool. Mini-Speaker, Music, Support, Phone, Laptop, Tablet, PC, Expanded Bass System, ein kleiner Lautsprecher, also, sehr cool, sehr cool. Dann, oh geil! Da macht das Studieren dann gleich doppelt so viel Spaß. Ein Batman Notebook. Ja. Sehr cool. Schön mit dem Bat-Symbol drinnen. Und hier vorne, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, ist auch reliefmäßig das Bat-Symbol quasi. Wie ist das deutsche Wort? Das englische ist auf jeden Fall embossed. Sehr cool. Ein 5-Euro-Gutschein für Kinguin. The Hobbit Battle of the Five Armies Coaster Set. Was ist ein Coaster? Ah! Untersetzer. Korkplatten mit Motiven aus dem Film Hobbit 3. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und eine Heisenberg-Postkarte. Postkarte. Ja. Ich sehe schon, was auf dem T-Shirt ist. Ein Deadpool-T-Shirt. Zusammengeformt aus Chimichurri Wörtern, random Wörtern. Sehr, sehr geil. Passend natürlich zum angelaufenen Film. Das Thema diesmal war random. Again. Steht da, random again. Genau, also es gab die Hobbit-Untersetzer. Die spektakulärische filmische Umsetzung des Hobbit liegt hinter uns, aber mit diesen hochwertigen und robusten Untersetzern könnt ihr beim Kaffee trinken, die Reise der Abenteuer und Bilbo Beutlin noch einmal Revue passieren lassen. Einzelpreis 9,90 Euro. Das Batman-Notizbuch. Liebes Tagebuch, heute war kein guter Tag. So ein Typ in rotem Kostüm, der mit Schwertern und Knarren herumfuchtelt, hat mir die Show gestohlen. Dein Batman. Was schreibt ihr auf? Euch bleiben 200 Seiten in diesem kompakten Notizbuch mit edlem Cover. Einzelpreis
11,90 €. Dann der Speaker, der Hinhörer und Gucker, drahtlose Bluetooth-Verbindung, Micro-USB-Port, eingebautes Mikrofon, praktisch für unterwegs oder zu Hause, als kompaktes Schreibtisch-Soundsystem, Einzelpreis 13,90 €. Fette Pötte, Tasse mit einem von verschiedenen Motiven zu Game of Thrones, Pulp Fiction, Marvel oder den Ghostbusters, die schon bald im Kino fortgesetzt werden. Einzelpreis 11,90 €. Breaking Bad Postkarte. Trotz aller Deadpool-Mania wird niemals jemand den Mann mit dem Hut und dem Schatten in den Schatten stellen. Ach ey. Damit er auch anderen in Erinnerung bleibt, verschickt eine Postkarte mit einem von verschiedenen Breaking Bad-Motiven. Einzelpreis 1,50 €. Zu guter Letzt natürlich das Deadpool-T-Shirt. Total abgefahrenes Design, wie es zum populärsten Anti-Helden unserer Zeit gehört. Die Deadpool-Mania greift weiter um sich, zeigt, dass auch ihr euch angesteckt habt. Einzelpreis 19,90 €. Sehr schön. Das war's dann auch schon wieder für diesen Monat. Das war's für letzten Monat. Diesen Monat geht's direkt wieder weiter. Bis dann. Tschüss.